Hallo, und da bin ich wieder. Ja, letzte Folge haben wir die Küche gemacht und hier. Hallo, so. Und hier noch so eine Bar, eine kleine. Ja, als nächstes würde ich vorschlagen. Hier sieht es aber noch ziemlich leer aus. Hier machen wir noch irgendwas hin. Wie sieht denn das aus, wenn wir hier ein Regal hinmachen? Ah, das schaut etwas komisch. Das geht ja nicht. Das sieht etwas komisch aus. Ja, irgendwas müssen wir hier noch hinmachen, weil das sieht schon etwas leer aus. Vielleicht ein paar Bilder. Irgendwas mit Essen, was zur Küche passt. Mal schauen, was wir da so haben. Heißt das Essen? Haben wir hier? Nein, 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 nein. Irgendwo gibt es doch Bilder, wo irgend so ein Essen drauf ist. Ich glaube Obst oder so. Obwohl das ja auch nicht schlecht aussieht. Mal hier so ein Bildchen. Und. Was ist das hier? Ne, bitte nicht. Oh, süß. Was für die Kinder? Oh Gott, ist das groß. Ist ja auch so groß. Ich glaube, das ist von Showtime, soweit ich mich da erinnere, der glaube ich. Nö. Ich dachte, wir hätten da irgend sowas mit. Hier. Genau, das wollte ich haben. Und vielleicht hier noch eine Pflanze hin. Dann sieht das Ganze auch gleich viel voller aus. Nur was? Ah, ist so klein. Machen wir einfach so. Gut, dann gehen wir hier in unser schönes Esszimmer. Hier machen wir mal einen schönen Tisch rein. So. Esstische. Da nehmen wir was schönes Großes. Was haben wir da so? Muss das unbedingt ein Glastisch sein? Ah, sieht auch nicht schlecht aus. Nee, Glastisch möchte ich eher weniger. Was haben wir hier? Ja, ich weiß ja nicht, wie viel. Wie viele Leute wir werden. Wir bleiben bestimmt nicht nur bei einer. Heißt, wir werden da jetzt einfach mal so machen. Und da ein paar Stühle hinklatschen. Na, das passt nicht. Gefällt mir auch nicht. Ach nee. Nee, nee, nee. Brauch schon was Bequemes. Nee. Das gefällt mir auch nicht. Ja, das sieht so hart aus, der Sessel. Was gibt's denn hier für Farben von dem? Nee, noch was anderes. Hallo? Sieht's damit aus? Ja, das passt schon besser. Mal hier zwei und hier zwei. Fürs erste reichen mal vier. Dann machen wir in der Mitte eine schöne Lampe hin. Nee, das sieht so grufti-mäßig aus. Nö, Kerzenleuchter muss auch nicht sein. Wenn dann was schön. Ach Gott, nee. So. Nee, das sieht zu so barmäßig aus. Oder vielleicht doch sowas? Haben wir da was Größeres? Ja, das ist halt immer so am Anfang. Das dauert halt etwas. Bitte mir zu entschuldigen. Aber wir wollen es ja schön haben, ne? Soll er nicht einfach so irgendwie werden? Tja. Okay. Das ist halt die Qual der Wahl. Was haben wir hier? Gott, nee. Es gefällt mir auch nicht. Es sieht aus wie kleine UFOs.
So, fertig. Das nehmen wir. Egal. So, vielleicht können wir da ins Esszimmer noch irgendwas Schönes hinstellen. So in die Ecke. Oder ein paar Bilder. Mal schauen, was wir da so haben. Okay, das brauchen wir nicht unbedingt. Wollte nur schon mal, was das so ist. Wie bist du? Was haben wir denn da? Ist das für die Wand? Okay, so eine... Okay. Werkzeugdings, das ist so ein Reif. Brauchen wir auch nicht unbedingt, da wollen wir nicht gerettet werden. Ja. Mittig. So. Dann, was haben wir hier? Okay. Da noch gar nicht wirklich mal so durchgeschaut, was wir da eigentlich alles so drin haben. Was ist das? Okay. So ein Regal. Das hier ist einfach nur ein Tisch. Das ist für die Wand. Okay. Tisch. Was ist das? Okay, so Pokale. Habe ich irgendwo noch eine Seite, wo wir da sowas... Ja. Was haben wir da noch? Ne, das können wir dann ins Wohnzimmer packen. Da brauchen wir hier eigentlich eher nichts mehr davon. Vogel oder sowas brauchen wir da auch nicht reinpacken. Jo. Machen wir hier irgendwo noch ein Bild oder sowas? An die Wand. Nee. Irgendwas werden wir da wohl noch Schönes finden. Ich habe gesagt, was Schönes und nicht irgendein Blödsinn. Katzi, Katzi, Katzi. Ja, klar. Sofort. Kindergarten. Nein. Gott, das ist viel zu groß. So. Ach ja, ich wollte da noch eine Pflanze an die Wand. An die Wand hier irgendwo hinstellen. Irgendwas Schönes. Nee, das ist mir zu klein. Nee. Oh Gott, das ist ja viel zu groß. Entweder ist es zu klein, es wird zu groß. Nee, die Modlina weiß echt nicht, was sie will. Das kann man draußen hinhängen. Sowas auch. Ja, dann machen wir eine hier so hin. Und dann machen wir da in die Ecke noch was. Nö. Nö. So. Gut. Dann würde ich sagen, erstmal war es das mit dem Esszimmer. Ist zwar nicht so ganz groß. Sessel machen wir so. Das lassen wir mal. Das lassen wir auch mal. Jetzt gehen wir mal ins Wohnzimmer. Und zwar machen wir da jetzt mal einen Kamin. Da müssen wir aber im Baumodus gehen. Und wo war das drinnen? Feuerstellen. Ach, da war es. Gut. Also ein Kamin, das brauchen wir. Das möchte ich einfach haben. Einfach mal schauen, was das so im Angebot ist. Das sieht natürlich schön aus. Was haben wir hier? Ja, eher weniger. Ja. Das ist etwas groß, aber das sieht irgendwie so modern aus. Aber wieder mal die Qual der Wahl. Der ist schön, aber ich weiß nicht, ob ich den nehmen will. So. Fertig. Wir machen das einfach so. Hier machen wir natürlich einen Fernseher hin. Da kommt jetzt gleich mal ein fetter Fernseher hin. So ungefähr, ja. Was ist damit? Nee, ist zu klein. Naja, obwohl... Nee, das ist auch noch so klein, ey. Wenn, dann...
Das ist. Nee, der ist zu übertrieben. Machen wir es so. Der andere war es mir etwas zu übertrieben. Na, wirst du da bleiben? Was nehmen wir denn da für eine Couch? Sofa. Was haben wir denn da so alles Schönes in Auswahl? Das sieht nicht schlecht aus. Ah. Soll auch nicht zu neu aussehen. Das gefällt mir dann auch nicht. Kannst du dich in die andere Richtung drehen? So. So. Dann machen wir hier einen schönen Teppich. Ja, Herzchen-Teppich. Oh Gott, nee. Was ist das hier? Ich möchte das in eine andere Farbe haben. Bitte schön, das wäre echt nett. Ja, ist mir zu Oma-mäßig. Was, vielleicht so in Rot? Oh, mach mal einfach. Dann schöne Couchtisch. Haben wir denn das so in Auswahl? Oh, das sieht nett aus. Was so? Dann stellen wir da eine kleine Vase drauf. Natürlich brauchen wir auch eine fette Musikanlage, wie sich's bei uns gehört. Was nehmen wir da Schönes? Am besten das hier. Ja, so groß ist die gar nicht. Dann brauchen wir. Alarm. Ah, unsere Bone Hilda. Ach, hier. So, dann haben wir hier so ein Spiel hin. Was haben wir da noch? Was ist denn das? Okay, nee. Was brauchen wir nicht? Was sagen wir halt mal noch nicht? Nee, das kommt ins Büro. Was haben wir denn da? Irgendwie schöne große Bilder? Ja, so ein Säbelings. Gott, nee. Tiere, wo das zu den Dings dazu passen würde. So. Was fehlt denn? Was können wir denn da noch machen? Eine Pflanze mal da hier hin ins Eck. Die? Die gefällt mir einfach nicht. Ich weiß nicht. So. Wow. So, hier, wo der Kamin ist, da machen wir noch so Stühle hin, zwei Stück. Sieht der hier aus? Das sieht relativ gemütlich aus. So, dann haben wir hier auch noch was. Ja, das wird ja schon langsam. Hier machen wir ein Aquarium hin. Da schauen wir aber bei der Dekoration. Da ist, glaube ich, eins irgendwo bei. Nee, das ist das Falsche. Wo haben wir das denn? Das gehört, glaube ich, genau zur Kamindeko. Stellen wir mal. Ah, das gehört darauf. Okay, wenn das darauf gehört, dann gehört das eben darauf. So. Was haben wir da Schönes? Da könnten wir eigentlich so kehren. Oh Gott, die sind viel zu groß. Bücher? Nee, das sieht blöd aus. Aber Magazine hatten wir da irgendwo. Da? Nee, das waren CDs. Das waren Bücher? Was ist das? Ach so, für die. Was leuchtet denn das? Okay. Wo hatten wir die Magazine? Wo sind die? Wo sind die? Nö, 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 hallo? Was ist das? Okay.
Gibt's da überhaupt irgendwas Gescheites? Was ist denn das? Okay. Schuhe-Dingsbums. Das passt ja ins Vorhaus. Bevor ich das noch vergesse, machen wir das gleich irgendwo dahin. Und zwar so. Obwohl. Nee, andererseits ist besser. So, da haben wir schon was für Vorzimmer. Irgendwas, was wir hinstellen können. Was haben wir hier? Ist das für oben? Okay, das ist für oben. Da könnte man da ja so hier irgendwo. So was, Herr Mann? Gar nicht gewusst, dass wir hier so viele komische Sachen haben. Was ist das? Okay, so eine Vitrine. Aha. Das gehört ja eigentlich hier hin, ne? Eigentlich, aber. Ne, das brauchen wir nicht. Können wir daher. Ja, ich wollte eigentlich im Aquarium. Ach, hier ist es doch. Mittig, sehr schön. So, was haben wir? Viel zu klein, die Pflanze, viel zu klein. So, was haben wir denn dann? So ein Schrank? So eine Vitrine? Ach, sie sind überall Fenster. Überall sind hier Fenster, ey. Wir hatten das gemacht. Wir hatten hier die ganze Fenster hingestellt. Gefällt mir nicht. Nee. Nee, gefällt mir auch nicht. Es ist so leer. Viel zu leer. Machen wir mal ein paar Vorhänge hin. Ein paar Vorhänge. Gibt's da auch so etwas dezenter? Wahrscheinlich nicht. Ja, die sind ja noch schlimmer. Gott, was ist denn das? Ja, die sind etwas dezenter. Was haben wir hier für Farben im Angebot? Ja. Besser als gar nichts, würde ich mal vorschlagen. Die Vorhänge ist ja auch immer so eine Sache. Da. Und was ist denn das hier? Ach, der Hund möchte ein Haus. Ist sehr schön. Hier haben wir auch keine gemacht. Hier machen wir auch die braunen. Vorhänge müssen sein bei Fenster. Es geht nicht ohne. So. Hier haben wir die roten hingemacht. Passt schon so. Dann machen wir auch noch die. Nee, da brauchen wir keinen. Da machen wir was anderes rein. Gut, aber was machen wir da noch hin? Vielleicht irgendwie. Was haben wir denn da noch? Podest. So ein Skelett, ja. Tafel. Gibt's hier Unterricht? Gott. Obwohl so ein Schachding ja auch nicht schlecht ist. Machen wir zwei Sessel hin. Einmal, zweimal. Was gibt es denn da noch so für Aktivitäten? Wir könnten ein Klavier oder sowas hier noch herstellen. Da hätte es aus Sims bestimmt eine Freude damit. Oh, das ist so groß. Oh Gott, was ist das? Hilfe. DJ. DJ is in the house. Ein Billardtisch brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier? Willst du da bleiben? Was haben wir hier? Ach du meine Güte. Ein Rodeo. Das kommt in den Garten raus.
Zahnarzt, sowas in der Art. Sieht irgendwie aus wie so ein. Ja, keine Ahnung. Ah ja, so ein Fotodings. Stellen wir mal einfach mal ins Wohnzimmer rein. Sieht bestimmt nett aus. Ob das hier im Eck irgendwie was hat. Dann will ich den aber um 1 gern verschieben und das auch um 1. So, gut. Ja, das würde ich mal sagen, reicht mal fürs Erste. Wir gehen nach oben. Und wir richten hier mal ein Schlafzimmer ein. Für unsere Hübsche. Was geben wir ihr für ein Bett? Das haben wir. Nee, das sieht zu Altoma aus. Altoma. Ja, voll Altoma. Ach, geh. Das. Gott, nein. Gibt es hier keine anständigen Betten? Oh Gott. Oh Gott. Ja, Herzchenbett. Ja, das sieht ja noch irgendwie nach etwas aus. Was gibt's denn da so in Farben? Schwarz. Wie sieht das aus? Ja. Sieht, ist jetzt zwar nicht gerade der Hingucker, aber. Pff. Wenn es hier nichts Anständiges gibt, müssen wir mit dem zufrieden sein, was wir haben. Nee. Nee. Da müssen wir halt mit dem hier dienen. Dann Nachtkästchenlampe. Gucken, was wir hier so haben. Sie sieht ja immer nicht schlecht aus, aber irgendwie ein bisschen komisch. Gott. Hilfe. So. Ach. Ey. Was ist das hier? Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Sind wir jetzt 70, 80, 90? Die nehmen wir. Da noch einen Wecker. So, das ist eine Uhr. Wecker möchte ich. So. Dann machen wir hinter uns ein schönes Bild. Was haben wir hier? Ja, vor allem so hätte das, ne? Pferd. Ne. Was haben wir denn da? Sowas? Ja, sowas. Dann kommt hier ein Schrank hin. Mit den Schränken, das ist noch nicht so schön. Was haben wir hier noch so Schmink? Vielleicht nicht ganz so. So. Und hier machen wir so einen Kasten. Oh, die sehen so schier aus. Also, ich muss echt sagen, Kleiderschränke sind gerade nicht so der Hit. Hier noch so eine Pflanze. Telefon brauchen wir keine. Spiegel. Spiegel. Wir müssen hier so eine Spiegel. Gott. So einen Spiegel herklatschen? Ja. Wir weichen schon wieder viel zu sehr ab. Wir brauchen Vorhänge hier oben. Und zwar, dann machen wir das schöne rote. Ach ja, das geht ja wieder nicht. Die gibt es aber nicht in Rot. Die sind so klein. Gibt es die in Rot? Ja, die gibt's in Rot. Sehr schön. Danke, danke. Vielen Dank.
Und dann werden wir das hier aber so machen. Genau. Und einen Stuhl vielleicht dazu, damit sie auch sitzen kann. So, gut. Richten wir etwas ein. Gut, und mit dem Badezimmer machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Also sage ich erstmal Tschüss, das war's, bis zur nächsten. Ciao.